Ein Projekt, was lange nicht mehr kam. Minecraft-Projekt. Yay. Hallo Leute, willkommen wieder hier zurück auf meinem Kanal zu einem Minecraft-Projekt, was Minecraft-Projekt heißt. Ja Leute, das gibt es. Für die Leute, die noch nicht zu dieser Zeit da waren, gehen einfach mal in die Playlist Minecraft-Projekt. Das ist nämlich eine... Das soll es eine Kathedrale werden. Jetzt hat sie herausgestellt, es kommt besser als Burg. Also es wird hier eine kleine Burg gebaut. Und wir suchen jetzt gerade Holz. Wie es aussieht, habe ich keins mehr. Der ganze Sinn eigentlich jetzt am Anfang ist, dass ich den ganzen Berg wegbaue. Alles im Creative. Alles nicht creative. Ich finde die Tour lustig. Ja, hier hätte ich alles mal Stein voll gehabt. Und dann kam ich auf die Idee, draußen die groß... Ach nee, ich habe hier die Ziegelsteine drin. Und Kohle habe ich auch noch. Warum habe ich die nicht hochgeschafft? Gut. Ja, Pickaxe, nee, Axt haben wir noch ein bisschen da. Dann gehen wir noch mal kurz raus. Ja, es ist ein sehr, sehr großes Projekt, was ich mir vorgenommen habe. Und irgendwie, ja, die Bäume sind zu groß, deswegen sind sie nicht wegbestimmt. So. Ich habe das schon mal eben mal abgebrannt. Das Video weiß ich gar nicht, ob ich dazu komme. Das irgendwie mal zu zeigen, aber es ist eine Riesenburg. Eigentlich ist hier viel geplant. Geplant ist ja eigentlich, dass hier irgendwann mal Multiplayer fähig zu machen und dann hier wirklich vielleicht noch eine Burg oder irgendein kleines Dorf und dann die gegeneinander kämpfen zu lassen. Dass es ein Burgteam gibt und eine Mannschaft, die rein möchte. Sowas war geplant. Ich weiß nicht, ob sowas kommen wird. Ach nee, ich kann ja... Ich kann nicht essen mit der anderen Hand, okay. Dann essen wir erstmal kurz was. So schlagen kann ich ja jetzt nicht, oder? Ich kann... Gut. Hi. Na komm, komm her, komm her. Gib mir jedenfalls deine Rüstung. Wenn ich hier runterfalle, bin ich am Arsch. Denn das Wasserloch hört erst weit hinten auf. Oh nee, gut. Jetzt müssen wir runter. Ich möchte gucken, ob er nichts droppt. Hallo. Oder hier kommen wir raus, genau. Ja, Minecraft-Projekt, großes Projekt, große Planung, viel vor und ich sehe hinter. Am Ende des Partys fliege ich mal hoch, damit ihr mal einen Berg seht. Und ich bin hier gerade noch ein bisschen verpeilt, denn ich habe irgendwie keine Spitzhacke mehr. Weil ich so klug war, habe die Spitzhacke, das ganze Stein jetzt zum Brennen gegeben. Müssen wir uns eben aus Holz bauen. Dann aus Stein. Ja, ich baue hier immer Schicht für Schicht ab. Zwei Schichten aufeinander und dann, hier sieht man es, dann baue ich zwei Schichten aufeinander ab und dann klappt das schon. Wo habe ich jetzt, habe ich kein Crafting Table? Ich muss doch ein Crafting Table haben, oder? Ja, das habe ich aufgehört. Hier habe ich auch schon ein bisschen... Na gut, doch, ja, Mann. Also erst Holz rausmachen. So.
Ja, ich tue jetzt nämlich alle Projekte irgendwie neu auflegen, um zu schauen, welche Projekte werden gut angeschaut. Dieses Projekt war früher ein Projekt, das wurde gut angeschaut, obwohl es hier wirklich nur abbauenmäßig war. Und nicht mehr. Tut mir leid. Ist aber auch lustig, wie das so runterläuft. Mit Lenin. Was sagt der Mann? Was ist denn eigentlich, wenn man jetzt gut wird abgeblockt? Gut. Und hier wird es ersetzt. Gut. Da drüben müssen wir jetzt hin. Ja, und dann bauen wir hier ab und dann bauen wir das weiter und dann. Das geht noch eine Weile. Also das Projekt hier ist eigentlich lange noch nie zu Ende. Ich könnte hier Millionen Parts machen und ich bin noch lange noch nie fertig. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal fertig bin. Ja. Ich habe jetzt 5 Minuten Musik, das müsste dann reichen. Das ist ein kleines Erklärvideo, wer es nicht kennt. Ich will schauen, wird das hier gut angeguckt oder nicht. Denn ich möchte alte Projekte neu aufleben lassen und alt neue Projekte vielleicht wegfallen lassen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch, vorhin gerade habe ich mir 2 neue Games geholt. 4 neue Games eigentlich. 2 Games, die sind bekannt, dass sie kommen. 2 nicht. Einmal haben wir Mad Max. Ein Spiel, was beim OGA sehr, sehr billig war. Da habe ich gedacht, gut, scheiß drauf, los geht's. Egal, ob ich das so spiele oder ob ich das aufnehme. Das Spiel wollte ich schon immer mal irgendwie nehmen, kaufen. Ob ich das jetzt, wie gesagt, aufnehme oder nicht, sei jetzt außenstehend. Aber ja, wir werden schauen, ob das rauskommt oder nicht. Weil es hat auch mit der Grafik, mit dem Prozessor was zu tun. Ich glaube, mein Prozessor ist so ein bisschen an der Grenze. Und ob das dann gleichzeitig noch mit aufnehmen kann, ich bezweifle es zwar, aber mit Nvidia GeForce geht das ja. Alles wunderbar. So, Pixel, das ist gleich kaputt. Machen wir sie kaputt, ich brauche kein Feuer. Ich brauche keine Kohle. Vielleicht hier nochmal. Die Seite ist alles mit Kohle und die Seite ist alles mit Stein. Also Stein ist wirklich bis dorthin, habe ich letztes Mal geguckt, bis dorthin. Kohle weiß ich nicht. Kohle war leer. Stimmt, da habe ich hier glaube ich 2 Stacks jetzt reingelegt, so ein Stack, 3 Stacks ungefähr. Und mit der Holzkohle, die dort unten ist, kommt man jetzt so bestimmt gut weit weg. Vor allem mit den Blöcken, Kohleblöcken, das ist ja extrem. Machen wir mal ein Sechse. Auch wenn das so viel theoretisch sind. Oh, wir haben hier so viele Setzlinge. Wo haben wir die her? So. Muss das letzte Lied sein. Es macht mir irgendwie, dieses Projekt ist eigentlich nur abbauen. Abbauen, reden und schauen, was man noch machen kann. So, deswegen einen Block immer weggehen. Man weiß ja nicht, wo das Abgrund ist. Mal dort hinten zum Beispiel ist ein Loch. Hier ist ein bisschen riskant. Aber gut, das ist alles okay. Ja, dieses Projekt wollte ich auch mal in Multiplayer mit versetzen. Wie gesagt, nicht nur zum Dings, zum Dingsen. Also nicht nur zum Spielen. Also hier könnte sich dann jeder irgendwie eine Ecke aussuchen, zum Beispiel hier, und ich baue mir ein Haus und mir da Waffen zusammensuchen oder weiß ich nicht was. Es war vieles überlegt, dass man dann hier wie ein echtes Leben hat, dass es einen Schmied gibt und. Da gibt es aber noch eine andere Map, die ich mal gebaut hatte. Ich mag dieses mittelalterliche. Ich glaube, das merkt man so mehr an, wenn man die letzten Minecraft, die ersten Minecraft Maps Folge gesehen hat. Eigentlich könnte das ja auch in die Minecraft Maps Folge. Könnte man machen, ja. Ich bin gerade wieder so viel im Aufnehmen, das hätte ich nie gedacht. Gestern kam mir noch ein extra Video raus. Da ich jetzt die Kamera habe, habe ich ein Video zum Backset gemacht und zur Energie Strompreiserhöhung, was keiner anspricht. Das ist ja das Thema, was manche hier ansprechen.
während der EM entscheiden viel EM oder WM entscheiden viele Politiker irgendwas, was groß was ausmacht. Und wir kriegen das nicht mit, weil wir uns auf Fußball konzentrieren. Keiner hat's mitbekommen. Das ist wirklich so. Haben die vorhin noch ein Bett gehabt? Ich hab doch zwei Bett. Gut. Alles in Ordnung. Alles okay. Also, wird bald Nacht. Eigentlich müsste ich, habe ich immer das Bett mit. So, dass ich dann immer reingehen kann, sobald es Nacht wird. Weil jetzt herunter zu springen oder so ist irgendwie sinnlos. Ich wollte eigentlich jetzt schon gerne schlafen gehen. Aber dann kann ich euch nochmal oben das zeigen. Ja. Ne, so kann man es da hinlegen. Das ist kein Problem. Hier, Riesenhöhle mit Runde gewesen. Hatte ich am Anfang große Probleme auch mit Monster gehabt. Da habe ich das dann zugebaut und dann ist irgendwie... Ja, muss ich das ja irgendwie aufmachen, weil ich ja dort lang musste. Ich bin nicht durchgegangen, weil es wird ja sowieso hier alles weggemacht. Obwohl, große Höhle ist ja jetzt auch übertrieben. Aber ich hier bin mit dem Abbau und es wird bestimmt auch lustig. So. Zwar ist der Part vorbei. Oder... Legen wir kurz hier ein paar Steinäxte rein. Aber wir machen nochmal kurz von vorne. Denn ich wollte es ja noch mal kurz mit der Kohle und mit der Kohle nachlegen. Kohle, Holz, Kohle. Ah ne, die Kohle, die tun wir jetzt zusammen craften. Reicht noch nicht. Die Kohle, die tun wir ja zusammen craften. Hier unten haben wir noch Kohle drin, das passt schon. Und das ist bisher der einzige Aufgang. Ich weiß, da ist selbst der andere besser, den ich mal gemacht habe. Aber mit den Zeugen war es ein bisschen mit dem... Ja, du kannst hier nicht rausgehen, nicht runterspringen oder sonstiges. Da ging das schon. Und hier habe ich eben gedacht, dass man hier so mit Pfeil und Bogen dann dasteht. Und dann so... Irgendwie ist es zwar richtig gemein, weil man kann sich hier hinten verstecken und die treffen den bestimmt nicht. Aber... Ja. So, die ist leer. Die ist leer. Hier ist noch was drin. Ja, dann liegt bei ihm hier oben. Ne, keinen Kies. Dann legt man eben hier oben so rein. Das wird abgepumpt bis hier runter und dann bis da runter und die Holzkohle, die kann man hier oben anfangen. Und das wird dann durch bis unten. Am Ende wollte ich ja jetzt nochmal zeigen. Also die Kohle, die ist... Wird jetzt hier bestimmt sammeln. Stein haben wir ja gerade gesehen, ist alles voll. Und das ist der Berg. Nein. Einzelspieler, Kathedrale. Und zwar Option, Grafik, 32 Chunks. Das ist ungefähr die Größe, die wird. Die Ecke hatte ich durch den Berg. Dann dachte ich mir so, gut, gehst jetzt hier außen rum. Dann bin ich hier durchgegangen. Dann geht es hier lang. Dann werde ich bestimmt wieder hier rumgehen. Werde hier die Schweine mit einfangen. Aber ich glaube, ich werde hier so aufhören. Oder ich mache bis dort hinten hin. Das weiß ich noch nicht. Also entweder hier so rum. Oder hier so lang. Hier hat man auch noch Lava. Oh, hier so lang. Das ist eben der ganze Berg, der irgendwie weg soll. Und hier soll dann auch eben so eine Brücke entstehen. Eigentlich müsste ich das jetzt hier haargenau gleich anpassen, damit das geil aussieht. Aber Leute, sag mir nicht, dass... War ich das auf Deutsch? Oh ja, hier, Körperspflanzen. Das sind ja die neuen... Was ist denn das hier? Dickflüssiger Verweiltrank. Aha. Habe ich das auf Deutsch? Ich wollte mal kurz hier ein bisschen noch den Baum ab.
Da kann ich. Ja, bei mir sind ja jetzt so eine scheiß Wärme und ja. Ich weiß gerade nicht, was ich so reden soll. Ich habe nämlich jetzt gleich noch eine Aufnahme. Die kam heute auch noch. Ich weiß bloß nicht, wann davor, aber ich tue ja sowieso alle gleichzeitig aktualisieren. Ich hätte alles jetzt einfach abbauen können, aber irgendwie bin ich dazu zu faul, merke ich. Ey, das ist geil, wie das hier übergreift. Das war früher nicht. Das ist geil. Gut, ihr könnt jedenfalls nicht sagen, dass das hier nicht geil aussieht. F2? F1? F1. Also es ist auch... Allein dieser Eingang, das ist ja auch schon pompös. Wie hoch das hier eigentlich ist. Man kann hier dann mit TNT springen und alles, so, das geht dann schon. Das wird dann schon lustig. Gut, aber ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt natürlich in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Was mir gerade so auffällt, dass das sieht, falls jemand das möchte, weil hier sind so viele Berge, das sieht schon geil aus. Das ist schon richtig geil. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal, sagt euch mir noch so Worte. Denkt dran, ein Abo dazu lassen, das würde mich richtig pompös freuen. Dann würde ich auch mehr Videos machen als jetzt. Ja, es geht. Ciao, ciao.